Ich stehe hier vor einer Tür. Die kann ich aufmachen. Wir machen ja so vieles auf. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal Instagram aufmachte, da war ich sehr erstaunt. So viele Fotos von wunderschönen Menschen an eindrucksvollen Orten. Und ich fragte mich, worum geht's hier eigentlich? Was ist hier die Botschaft? Sind Äußerlichkeiten tatsächlich so wichtig? Ich möchte gerne wissen, was im Leben wirklich zählt. Machst du mit? Ich kann das nicht alleine. Einen Helfer habe ich schon. Möchtest du mal sehen, wer das ist? Hallöchen, Daniela. Komm doch rein. Ah, du bist mit Kamera unterwegs. Dann stelle ich mich gleich mal vor. Ich bin Eden Paradise und ich trete auf in Videos, in denen es darum geht, dem ganzen Tamtam um Äußerlichkeiten und Materiellem einen Gegenpol zu setzen. Bist du dabei? Moment, Eden! Wenn jemand bei etwas dabei sein soll, sollte er vorher genauer wissen, worum es geht. Ach, das ist doch ganz einfach! Wir suchen nach dem, was wirklich zählt. Was bleibt? Bienen statt Protzen. Gemeinsam statt immer nur im Wettbewerb. Respekt statt Egoismus. Eden und ich sind der Meinung, dass im Netz innere Werte und Wertschätzung viel zu kurz kommen. Dort geht es vor allem um den Körper und dass man der Seele was Gutes tut. Uns fehlt da was. Denn der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Den Geist kann man halt nicht sehen. Ganz genau, Eden. Was man mit seinen eigenen Augen sieht, kann man viel besser begreifen und glauben. Sehen und anfassen, das ist so einfach. Das kann ja schon ein Baby. Der Geist kommt im Alltagsleben bei den meisten viel zu kurz. Wir meinen damit nicht den Verstand, sondern den Geist, der den Menschen erkennen lässt, ich bin, ich existiere und der ihm die Sehnsucht nach Gott gibt. Manche sagen auch nach einem höheren Wesen, höheren Selbst, Universum und Ähnliches. Ich weiß was. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern... Wie geht denn das weiter? Brot wäre erstmal was für den Körper. Aber offensichtlich genügt das nicht. Wie der Text weitergeht und seine volle Bedeutung erforschen wir dann in einem unserer Videos. Wow, genau. Das wird spannend. Gut, dass wir für sämtliche Zahlen, Daten und Fakten meinen Freund Jack Marks mit dabei haben. Er sitzt sozusagen mittendrin im Internet und schaut für uns nach dem Sachlichen. Und ich erkläre alles am Ende nochmal so, dass man es versteht. Das hört sich ja sehr gut an. Wir hoffen, du besuchst uns ganz oft in unserem YouTube-Kanal. Wer glaubt denn sowas? Ich freue mich total. Das wird klasse. Bis bald.